Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute möchte ich dir in dem Video mal drei Tipps oder drei Schritte mit auf den Weg geben, die du beachten solltest, bevor du deinen Hochzeitsfotografen buchst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's! Bevor ihr den Fotografen bucht, solltet ihr euch über Folgendes Gedanken machen. Punkt Nummer 1 ist da der Stil des Fotografen. Also es gibt ja verschiedene Bearbeitungsstile, es gibt verschiedene Stile, wie ein Fotograf fotografiert. Da muss man diese zwei Dinge eben einmal unterscheiden, was die Farbe oder diesen Bildton ausmacht. Da unterscheide ich grundsätzlich immer erstmal ganz pauschal zwischen, ist es ein dunkler, ein etwas wärmerer Stil oder ist es ein hellerer Bildstil? Dann spricht man ja auch ganz oft von Fine Art Wedding Photography zum Beispiel. Das sind diese ganz hellen, natürlichen Bilder. Und dann gibt es eben auch diese, was jetzt würde ich mal sagen, auch ziemlich im Trend ist, auch schon ein paar Jahre würde ich mal sagen, also diese ganz warmen Farben, viel mit Sonnenuntergang und so weiter. Das sind so diese zwei grundsätzlich verschiedenen Bildstile. Es gibt natürlich noch mehr, das weiß ich auch, aber ich persönlich unterscheide ganz pauschal immer erstmal, okay, geht das eher in die Richtung oder geht das eher in die Richtung? Es gibt natürlich auch Bildstile, die sind sehr viel kräftiger in den Farben, also sehr, sagt man, also vibrant auf Englisch. Das kann auch ein Bildstil sein natürlich. Aber was die Hochzeitsfotografie angeht, merke ich persönlich, meiner Erfahrung nach, geht das entweder in die warme Richtung eben oder in die helle, natürliche Richtung. Ja, und ihr solltet euch natürlich Gedanken machen, was gefällt uns eigentlich, in welche Richtung wollen wir gehen, welcher Bildstil spricht uns eigentlich mehr an. Natürlich könnt ihr euch da auf Instagram super viel Inspiration holen. Es gibt ja auch zu jedem Bildstil nochmal verschiedene Bildstile. Also nicht jeder ist gleich, hat gleich den warmen Bildstil. Es gibt ja auch da wieder verschiedene Abstufungen und jeder Fotograf hat ja im Prinzip seinen wirklich eigenen individuellen Farb- oder Bildstil. Schaut euch einfach bei Instagram um, schaut euch bei Pinterest um, guckt euch verschiedene Fotografen an und hört einfach mal auf euer Bauchgefühl, was euch so im ersten Zuge besser gefällt. Vielleicht seid ihr ja auch sowieso schon direkt gleicher Meinung, dann passt es ja auch direkt. Aber das ist ganz wichtig, dass ihr am Anfang wirklich erstmal schaut, was wollen wir eigentlich. Schritt 2, über den ihr euch Gedanken machen solltet, bevor ihr einen Fotografen bucht, ist der Zeitrahmen, wie lange der Fotograf oder die Fotografin am Tag der Hochzeit dabei sein soll. Jetzt gibt es ja zwei Dinge zu beachten. Einmal müsst ihr euch natürlich erstmal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich alles festgehalten haben. Also wollen wir schon wirklich einen Fotografen dabei haben, wie wir gerade beim Friseur sitzen oder uns gerade im Hotelzimmer stylen lassen oder uns gerade anziehen, und wollen wir bis zur Party hin Bilder haben oder wollen wir vielleicht erst ab der Trauung, also das hängt auch ganz stark von eurem Zeitplan ab. Vielleicht habt ihr ja sogar einen First Look eingeplant, das heißt also ein Fotoshooting vor der Trauung. Also ich sag mal, aus meiner Erfahrung können das im Schnitt, wenn wir von einer Ganztagsreportage sprechen, sind das im Schnitt so 10 Stunden. Klar, manchmal sind es 12, manchmal sind es nur 8, je nachdem eben, was das Brautpaar alles festgehalten haben möchte. Nicht jeder will Bilder vom Getting Ready, nicht jeder braucht Bilder vom Abendessen oder von der Party. Wichtig ist nur zwei Dinge. Einmal, ihr müsst damit rechnen, wenn ihr Fotografen anfragt, dass viele sagen, hey, hör zu, an den Samstagen beginne ich erst ab, ich sage jetzt mal 8 Stunden. Also ich kenne es meistens mit 6 Stunden. Es gibt sicherlich auch Fotografen, die haben eine Mindestbuchungszeit sozusagen von 8 Stunden. Also seid da nur vorbereitet, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir brauchen nur so 2-3 Stunden nach der Trauung oder so. Das ist sehr, sehr schwierig zu bekommen tatsächlich. Ihr kennt da jemanden, der jemanden kennt. Aber die meisten Hochzeitsfotografen haben eine Mindestbuchungszeit. Punkt 2, den ihr da beachten sollt. Ihr müsst nicht von vornherein euch ganz genau auf
ich sage jetzt mal 11 Stunden festlegen. Wenn ihr sagt, hey, hör zu, wir starten mal mit 8 und wir gucken einfach am Tag der Hochzeit oder vielleicht im Laufe der Planung, wie sich noch unser Zeitplan, unser Tagesplan entwickelt und wie der am Ende auch final steht. Das weiß man ja meistens noch nicht zu 100%, wenn man den Fotografen bucht. Und am Tag der Hochzeit kann man zudem auch meistens noch mal 1 oder 2 Stündchen hinzubuchen. Das haben wir tatsächlich häufiger, je nachdem, wie gut man im Zeitplan ist, beziehungsweise wie gut es einfach so mit dem Fotografen läuft. Also viele Brautpaare sagen, hey, komm, bleib doch noch mal 1 Stunde, mach noch ein paar Bilder von der Party zum Beispiel. Das kann auch häufig passieren und ist auch in der Regel möglich. Und letzter Punkt, Punkt Nummer 3, Tipp Nummer 3, Schritt Nummer 3, über den ihr euch Gedanken machen sollt, bevor ihr den Fotografen bucht. Thema Budget. Ich habe witzigerweise gestern erst ein Reel zu dem Thema hochgeladen. An alle, die es jetzt später schauen, vielleicht kann ich es euch irgendwie verlinken in der Story, weil es hat zu einer Diskussion angeregt in den Kommentaren. Ja, Fotografenpreise können ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja Hobbyfotografen, es gibt Vollzeit-Profi-Fotografen. Heißt jetzt nicht, dass ein Hobbyfotograf kein Profi sein kann, aber es gibt da einfach wirklich krasse Preisspannen von bis. Ich kann euch empfehlen an der Stelle, dass ihr mal mein Video schaut. So viel kostet eine Hochzeit. Das verlinke ich euch gerne mal jetzt hier in der Ecke oben im Video. Schaut euch das mal an und springt mal zu dem Punkt Fotograf, weil ich habe ja in dem Video immer 3 verschiedene Preisniveaus, sage ich mal, erklärt. Es kommt ja auch immer ganz stark auf die Prioritäten an und natürlich auch, wie lange ihr den Fotograf bucht. 8 Stunden sind natürlich günstiger als 12 Stunden. Aber durch das Video bin ich mir sicher, bekommt ihr mal ein erstes Gefühl, was denn so durchschnittliche Preise für professionelle Hochzeitsfotografen. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen bei eurem Planungspunkt Hochzeitsfotograf buchen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Schritte man vielleicht noch beachten solltet. Oder wenn ihr vielleicht Fragen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dann.